Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute einen neuen Interviewgast. Die liebe Sarah ist frisch gebackene Mama und wir wollen heute mit unserem Interview zeigen, wie man auch mit ungeplanten Entwicklungen sehr, sehr gut umgehen kann. Hallo Sarah, schön, dass du da bist und Zeit für mich hast. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst? Ja, kurz kann ich nicht so gut, du sagst dann einfach so. wo fange ich an? Ich heiße Sarah, genau, bin 28 Jahre alt, komme aus Mainz, studiere gerade zum zweiten Mal im Bachelor Soziale Arbeit und bin seit 6,5 Monaten Mama. Hätte eigentlich jetzt mit diesem Semester fertig sein sollen, aber ja. Es ist alles ein bisschen anders gekommen. Genau. Und dann musste ich jetzt ein Semester schieben, habe mit dem kleinen Zwerg die Bachelorarbeit jetzt geschrieben, zusammen. Gar nicht so einfach, aber wir haben es geschafft. Und stehe da gerade. Genau. Noch in der Beziehung. Das heißt, du bist während deines Studiums ungeplant schwanger geworden. Ja. Also wie war das so im ersten Moment? Also was war so deine erste Reaktion, als du es erfahren hast? Ich muss dazu sagen, wir haben mit NFP verhütet, also die natürliche Familienplanung eigentlich, aber wir haben es, bis wir dann schludrig wurden, ganz wunderbar zur Verhütung genutzt, genau. Wir hatten dann eine stressige Zeit und eigentlich war es so, ich habe die Temperatur gemessen und den Zervixschleim und mein Freund hat das alles in eine Kurve dann reingepackt, in ein Diagramm, ne, zum Ausmessen. Und es hat wunderbar geklappt, bis wir beide dann irgendwie andere Sachen im Kopf hatten und dachten, oh, das läuft doch sowieso wie am Schnürchen. Ja, und dann hatten wir schon mal in dem Monat davor, habe ich gedacht, dass ich schwanger wäre. Und mein Freund hat gesagt, nee, das ist laut Tabelle nicht möglich. Und ich dachte, doch, es war nicht möglich. So, es war auch nichts. Aber dann im nächsten Monat habe ich mich super gut gefühlt. Und er hat dann irgendwann gegen Ende halt mal geguckt und hat gesagt, Sarah, vielleicht, du bist überfällig. Und dann sag ich, ja, ich bin einen Tag überfällig. Aber bei einem Zyklus da, was ist ein Tag? Nix. Ich fühle mich super gut, ich fühle mich wie immer. Und er hat dann aber darauf bestanden, dass wir am nächsten Tag einen Schwangerschaftstest machen. Da war ich schon ein bisschen aufgeregt und habe aber immer noch gedacht, nee, also ich fühle überhaupt gar keinen Unterschied. Nein, das ist alles in Ordnung. Also ich habe auch so ein bisschen so Bauchschmerzen gehabt. Die habe ich immer vor der Menstruation, so ganz leicht. Und ich habe manchmal auch so Fressattacken dann 1-2 Tage vorher. Kann ich stopfen und mach's auch. Und das waren alles für mich ganz normale Anzeichen, dass jetzt innerhalb der nächsten 3 Tage dann die Periode kommt. Ja, und wir haben so einen Zweierpack Schwangerschaftsstreifen-Tests geholt beim DM. Das war irgendwie, ich habe das total so als witzig empfunden. Ich habe gedacht, oh cool, wir stehen hier bei DM und kann ich endlich auch mal gucken, was für ganze Tests gibt. Und hole ich mir jetzt einen mit Computeranzeige oder mit so Streifen, ganz klassisch, worauf habe ich Lust? Also für mich ist das so ein Spiel. Okay, dann holen wir doch einfach 2. Vielleicht kommt es ja nochmal, dass wir irgendwann denken, ich bin schwanger. Mhm. Ja, und dann fand ich es auch so lustig. Ich hatte vor der Schwangerschaft häufiger mit Blasenentzündung zu kämpfen und hatte so einen sterilen kleinen Urinbecher noch zu Hause. Da habe ich gedacht, ach komm, das passt doch voll ins Setting. Dann nimmst du halt den, damit ist auch nichts verfälscht. Ich bin da so rumgesprungen zu Hause und habe gesagt, doch, komm, wir stellen doch beide den Timer. Ist doch alles lustig. Ja, und dann haben wir den Timer gestellt und danach hat, jetzt weiß ich nicht mehr, Max oder ich, den Test, die Kappe abgezogen, weil man hält es ja nur kurz in den Urin rein. Ja, und dann stand da die 2 Streifen. Ich hatte dann irgendwie so einen richtigen Kloß im Hals und konnte nichts sagen. Und das, obwohl ich normalerweise, ich plapper dann ganz viel auch immer. Das ging überhaupt nicht in meinen Kopf. Und der Max, der hatte schon so Tränen in den Augen, weil wir standen beide, also er war gerade wirklich fertig mit seinem Studium und ich war im vorletzten Semester, also das, wir waren zu dem Zeitpunkt 1,5 Jahre schon zusammen und hatten aber auch geplant, im nächsten halben Jahr erst zusammenzuziehen. Also jeder hat noch in seiner WG gewohnt und wir haben uns beide auch so wohl gefühlt gerade und das war eine richtig schöne Zeit. So eine Paarzeit halt, ne? Also es geht gerade um uns und genau. Wir brechen auf und alles. Und ich konnte es nicht glauben. Ich sage, nee, das stimmt nicht. Und dann habe ich den zweiten Test genommen. Gott sei Dank hat er jetzt. Ist irgendwas schiefgegangen?
Und habe es nochmal reingehalten und nochmal den Timer gesetzt. Und dann, vorher konnte ich es kaum erwarten, dass die Uhr rumgeht, weil ich dachte, ah, ich will dem Max beweisen, dass er Unrecht hat, ne? Dass ich mich kenne. Und diesmal konnte ich es nicht erwarten, um zu zeigen, der andere Test hat auch noch Unrecht. Und dann hat er auch gezeigt, dass ich schwanger bin. Und mir ist auf der Stelle übel geworden. Und es ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Ich bin sonst ein sehr, ich bin ein Sicherheitsmensch. Ich plane gerne und ich bin ein sehr routinierter Mensch auch. Also ich habe meine Morgenroutine, meine Abendroutine. Und das kam unfassbar reingeknallt, unerwartet. Und ich gezittert und geweint und habe gesagt, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich habe mir 10.000 Mal mit Max dann auch diese Grafik angeguckt und, oh Gott, wie konnte mir so blöd sein, nur von dem einen Mal, das kann doch nicht sein. Ah. Ja, und dann Was waren dann so deine nächsten Schritte? Hast du es irgendjemand erzählt? Bist du zum Arzt gegangen? Was hast du dann als nächstes gemacht? Genau, also als nächstes ist dann sofort bei mir der Verstand eingeschaltet und hat gesagt, gut, du brauchst jetzt dann unbedingt einen Frauenarzttermin, du brauchst unbedingt eine Hebamme und das ja, muss jetzt irgendwie erzählt werden. Wobei ich dann auch, es gibt ja auch viele Frauen, die sich an die Regel halten, oder was heißt an die Regel? Ja, daran, dass man vor den 12 Wochen, die rum sind, ne, nichts erzählt. Und ich habe mich aber so irgendwie so hilflos gefühlt und so überfordert, dass ich das nicht an die große Glocke hängen wollte, weil auf der einen Seite war es für mich auch, ich hatte ganz schwer damit zu kämpfen, dass es so ungeplant kam, dass ich mir so Sachen dann selbst gesagt, was mir hinterher erst aufgefallen ist, wie, oh, du bist zu blöd zum Verhüten oder ja, du kannst doch kein Kind kriegen, während du eigentlich noch im Studium bist. Und ich habe in Teilzeit gearbeitet. Ich hatte einen projektbefristeten Vertrag auch. Das heißt, Job, Studium, Kind, wie soll das gehen? Und dann auch die Überzeugung, du musst deinem Kind doch sofort alles finanziell bieten können. Also, weiß ich nicht, den Gucci-Strampler und naja, weil jetzt weiß ich natürlich, so viel finanziell braucht das Baby am Anfang gar nicht, ne? Aber damals war mir das nicht so klar. Da habe ich gedacht, da kommen auch dann horrende Kosten auf mich zu. Was durchaus vielleicht auch der Fall ist, je von Mama zu Mama. Genau. Aber ich habe gedacht, die Reihenfolge passt auch gar nicht. Also Sarah, wie kannst du nur, ja, so wirklich entgegen der gesellschaftlichen Norm, das geht doch nicht, das kannst du nicht und wie blöd bist du und lauter solche Sachen. Und für den Max war das auch natürlich eine Überraschung. Ja. Der erste Mensch, der es dann erfahren hat, war sein Zwillingsbruder. Okay. Den haben wir dann an dem Tag auch noch angerufen und weil ich war so überfordert, dass ich den Max nicht stützen konnte. Und eigentlich ist es bei uns in der Beziehung so, dass wir uns gegenseitig Halt geben, aber da war es vorbei und da war es dann ganz gut, dass Max' Bruder auch kam und wir ihm das sagen konnte und er uns so ein bisschen getröstet hat und auch ganz pragmatisch gesagt hat, ah ja, ist jetzt halt so. Genau. Also, als nächstes hat es dann meine Mama erfahren und meine Geschwister und dann noch Max' Familie. Und das war dann schon ein größerer innerer Kreis, aber es war für uns sehr gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil uns das dann, ja, da wurden uns auch ganz viele Ängste dann genommen. Ja. Also wir haben auch eigentlich nur schöne Reaktionen gekriegt, freudvolle, meine Mama ist ausgeflippt, dass sie Oma wird. Ja, und das war dann gut, ja, dass wir erzählt haben. Ja, aber du hattest halt so einen Plan, wie die nächsten Monate und Jahre ablaufen und von jetzt auf gleich, ja wirklich innerhalb von Minuten, wurde dieser Plan halt einfach über den Haufen geworfen. Und das passiert ja oft im Leben, ne? Also nicht nur, weil man halt schwanger wird, sondern halt einfach auch durch andere Gegebenheiten. Aber wie hat sich dann so deine Einstellung zu dieser Schwangerschaft und zu dieser ungeplanten Entwicklung dann für dich weiterentwickelt? Ich muss sagen, das hat leider sehr lange bei mir gedauert. Ich war 8 Wochen schwanger, da war ich beim Frauenarzt dann das erste Mal
Und ich, ja, ich, mir fiel es unfassbar schwer, den Kurs zu ändern. Und mir fiel es schwer, den Plan oder die Vorstellung, die ich von mir hatte und auch so die nächsten unmittelbaren Schritte aufzugeben, weil ich so voller Freude in meinem Leben stand und richtig Lust auf alles hatte. Und ja, dann hatte ich auch noch bis tatsächlich zur 12. Woche diese blöde Übelkeit und Kreislaufbeschwerden und also ne, das erste hat auch nicht so schön gemacht. Nee, ja. Das war im Sommer letztes Jahr und ich konnte überhaupt nicht raus. Ich konnte nichts mitmachen und ich war auf einmal war ich so eifersüchtig auf andere Menschen, ja. Also die, weiß ich nicht, bis nachts sonst wo draußen unterwegs sein können, obwohl ich selbst eher, also ich schlafe sehr gerne. Um 10 ist bei mir eigentlich auch Schluss, aber um 10 lag ich dann mit Bauchschmerzen im Bett und was weiß ich. Und ja, ich war neidisch auf alle, die ihr Leben weiterleben konnten, wie sie es gewollt haben. Und es ging bei mir wirklich ganz weit, nicht nur, dass ich mich selbst fertig gemacht habe und diesen Neid hatte, sondern dass ich das auch zunehmend als Belastung empfunden habe, Mama zu werden und dass ich Zweifel daran hatte, ob ich das wirklich will und ob ich das Kind dann lieben kann. Und dann war ich weiß gar nicht mehr warum, ich glaube, um Blut abzunehmen, beim Hausarzt auch mal, der mich dann ganz, dafür bin ich ihm heute dankbar, knallhart gefragt hat, ob ich schon mal eine Abtreibung in Erwägung gezogen habe. Mhm. Weil ich muss da vor ihm gesessen haben und muss wirklich vor mich nicht nur hingeweint haben, sondern muss eine starke Wortwahl dann auch gehabt haben, stark negativ. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, jetzt sollte ich mal nach innen gucken, was da eigentlich gerade alles auf mich wirkt. Und ich habe tatsächlich eine Minute auch gebraucht, um ihm antworten zu können und habe mich klar gegen eine Abtreibung entschieden. Er hat mir dann noch ein Rezept, eine Überweisung für einen Psychologen mitgegeben, was ich sehr hilfreich fand und hat mir auch so einen Hebammenring hier in der Umgebung empfohlen, der darauf spezialisiert ist, mit ungeplanten Schwangeren zu gehen. Das fand ich total toll von ihm. Ja. Und bin dann ganz viel in die Selbstarbeit gegangen. Ich habe mich ganz viel reflektiert, habe ganz viel geguckt, was ist da, was mir wirklich jetzt Sorge bereitet, was mir Angst macht, weil ich auch am Anfang bei meiner Frauenärztin saß und gesagt habe, bei mir geht nur ein Kaiserschnitt. Ich habe keine Lust, dass da unten irgendwas einreißt. Ich habe keine Lust, dass meine Beckenknochen verschoben werden. Ich habe keine Lust, im Krankenhaus irgendwie da von einem Ei zum anderen zu latschen zu müssen oder vollgepumpt zu werden mit sonst was. Wenn ich das alles auf mich nehme, ich habe es total als übel gesehen, will ich wenigstens einen Kaiserschnitt. Mhm. Und jetzt haben sie mir gesagt, ja, das sehen wir dann in ein paar Monaten. Wenn da keine medizinische Indikation vorliegt, dann sprechen wir da nochmal drüber. Ja. Und mich hat dann erst wirklich so ab dem 7. Monat war ich so weit innerlich mit mir, dass ich sagen konnte, ich bin gerne schwanger. Bis dahin habe ich auch, also ich hatte einen sehr kleinen Bauch, ich habe auch nur wenig zugenommen, aber ich habe den anderen auch noch zusätzlich versteckt. Mhm. Und das finde ich heute sehr schade, aber damals, ich habe mich geschämt einfach auch für meine eigene Dummheit. Ja, okay. Und, da kam ich dann irgendwann drüber und ich habe mit dem Max zusammen so einen systemischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht im 7. oder 8. Schwangerschaftsmonat mit Anteilen von dem Hypnobirthing. Mhm. Weil ich auch gedacht habe, ich muss ganz viel auf innerlicher Ebene arbeiten. Ich muss ganz viel an dieser Akzeptanz arbeiten, damit ich wieder freudvoll in die Zukunft gucken kann und auch wieder anfange, neu zu planen. Weil ich habe Geburt und zack, Ende. Mein Leben ist vorbei. Okay. Also ganz dramatisch. Und ich habe auch dafür gesorgt, dass es mir gut geht. Also die Schwangerschaft verlief ohne Probleme und der Kleine ist auch alles top gelaufen, super gewachsen. Aber ich hatte immer so ein bisschen die Sorge, dass da emotional nichts rüberkommt. Und dann liest man natürlich auf den ganzen Blog-Einträgen auch, dass die Schwangerschaft Einfluss hat auf das Kind und alles und so weiter. Ich habe so viel geweint, wirklich. Und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich weine, weil das doch wieder das Kind hat. Das war total bescheuert. Und als ich dann aber angefangen habe, wirklich
ja, so Tools mit an die Hand zu kriegen von anderen, also sei es Reflexionsfragen oder sei es wirklich, dass sich mal jemand mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, okay, was vermisst du gerade? Ja. Was ist das, worauf du dich aber freust auf das Leben mit Baby? Und wovon musst du Abschied nehmen? Das war für mich auch total schwierig, aber es hat mir geholfen. Und auch da, dass dann jemand da war, der gesagt hat, okay, und du darfst jetzt einfach mal weinen, dass das kinderlose Leben bald vorbei ist. Weil erst wenn ich Abschied nehme, schaffe ich ja den Raum, um das Neue annehmen zu können. Sehr schön. Und ja, dann habe ich auch so eine Übung gemacht, wie möchte ich als Mama sein? Welche Mama würde ich selbst als Baby wünschen? Und habe das dann aufgeschrieben und habe mit Affirmationen ganz viel gearbeitet. Und so nach und nach konnte dann die Trauer, sag ich mal, und der Schock bearbeitet werden. Und ja, ich konnte das dann eigentlich kaum erwarten, die Geburt zu erleben. Auf einmal habe ich mich voll auf die Geburt gefreut und war auf dem Trip, okay, Krankenhaus, ja, weil da fühle ich mich sicher, wenn doch was sein wollte, aber so selbstbestimmt wie möglich. Und ich möchte da voll rein und das voll spüren. Und ich weiß noch, zwischendurch bei der Geburt habe ich gesagt, um Gottes Willen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie ein Baby anlegt oder einen Kaiserschnitt mir gebt, dann gehe ich. Keine Lust mehr. Und ich wollte auch noch in die Badewanne. Und dann haben sie gesagt, ja, die Badewanne ist jetzt bereit. Dann sage ich, scheiß auf die Badewanne, ich habe keinen Bock. Und das geht jetzt raus. Ja, und aber diese innerliche Arbeit und wirklich auch gucken, was vermisse ich jetzt gerade schon in der Paarbeziehung und erwarte ich von uns als Eltern. Das war für mich unfassbar wichtig. Und auch immer wieder zu schauen, was sind so, ja, ich sag jetzt mal, Normen oder wie sieht so die, in meinem Kopf, die Otto-Normal-Mama aus? Ja. Was macht sie, wie lebt sie? Und was davon stelle ich mir für mich passend vor? Und was ist aber auch, was ich von vornherein sagen, nee, das möchte ich nicht. Und auch da sich dann abzugrenzen. Das war und ist nach wie vor eine schöne und anstrengende Aufgabe. Ja, und die wird auch nicht so schnell enden. Das befürchte ich. Aber super schön zu sehen, halt auch, dass du für dich erkannt hast, dass das was mit dir zu tun hat und in deinem Inneren, was ist, wo die Veränderung stattfinden muss. Und wie hast du das Problem mit deinem Studium dann gelöst? Ja, ich habe mich dann auch noch meinem Rechtsprofessor, also ich hatte zu der Zeit gerade Management und Recht im Schwerpunkt und hatte ja Gründerrecht, Unternehmerrecht und so weiter. Mhm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe mich schon immer seit dem zweiten Semester meinem Professor so, was heißt nah gefühlt, aber wir waren auf einer Wellenlänge. Also ich konnte unfassbar gut mit ihm über Fachliches reden und mich austauschen und da war irgendwie so eine ja, Verbundenheit da, ich weiß nicht. Das war genauso, wie ich mir immer das vorgestellt habe, das Verhältnis von Student zu Prof, ne? Also Lehrenden, dass das auch ein bisschen was ja über die Distanz der Hochschule hinausgeht. Also nicht Schüler-Lehrer, weil wir sind beide erwachsene Menschen. Und das, ich saß dann da und hatte also Übelkeit und dann habe ich mir immer Magnesium ins Wasser reingemacht, so eine Brausetablette, weil das helfen sollte. Mhm. Und ich auch gedacht habe, okay, es ist vielleicht ganz gut gegen sonst was da alles los ist. Und ich habe mein Magnesiumwasser gerade in seiner Vorlesung getrunken und dann wurde mir so schlecht und dann musste ich auf einmal rausrennen. Ich habe mich nie übergeben in der Schwangerschaft, aber immer dieses kurz davor, dieses Kribbeln, wenn dann der Speichel so zusammenläuft. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich nochmal schwanger werden will. Er hat mich dann am Ende der Stunde gefragt, ob alles okay war und dann habe ich gesagt, ja, ich musste nur trinken auf Toilette. Und dann aber, das war auch so der Anfang halt, wo ich das gerade erfahren habe und dann habe ich gesagt, oh, ich bin schwanger. Mein Leben ist vorbei. Oh Gott, was soll ich machen? Und er hat sich total gefreut, hat mich beglückwünscht und ich sage, nein, nicht beglückwünschen, Mitleid haben und sagen, wie scheiße das so alles ist. Und dann sagt er, nee, schauen Sie mal, Sie sind doch jetzt hier im vorletzten Semester und in ein paar Wochen sind auch Semesterferien, das sind ja dann immer 3 Monate ungefähr. Das passt doch eigentlich alles ziemlich gut und die letzten Prüfungsleistungen stehen an und ich konnte das aber alles da noch nicht so sehen und ich habe auch dann gesagt, ja, aber muss ich nicht mich irgendwie auch da bei der Hochschule melden, weil das Mutterschaftsgesetz, das wurde da auch gerade ausgeweitet auf die Hochschule, nicht nur auf den Arbeitsplatz. Da musste dann auch so eine
Gefährdungsanalyse oder Ja, sowas okay. vorgenommen werden, weil es ja durchaus auch Studenten gibt, die im Labor dann arbeiten oder wie auch immer, also da Experimente machen oder sowas. Und ja, wir haben uns dann ein paar Mal getroffen und auch angefreundet. Und heute bin ich sehr froh über diese Freundschaft in meinem Leben. Und der hat mich da dann durchgeleitet. Der hat mir gesagt, an wen ich mich dann wenden muss, damit es gemeldet ist. Hat mir gesagt, welche Möglichkeiten es für mich gibt. Also ganz drastisch hätte ich abbrechen können, habe ich nicht gemacht. Ich hätte Urlaubssemester einlegen können und das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe dann in meinem Fall jetzt die Bachelorarbeit in das jetzige Semester reingelegt, weil ich gesagt habe, da habe ich mich jetzt auch so drauf gefreut und da war auch schon so viel Vorbereitung, also und die ganzen Ansprechpartner und Unterschriften hatte ich schon alles und das habe ich gesagt, das will ich machen und dann gebe ich mir halt jetzt ein halbes Jahr einfach Zeit mit der Vorlaufzeit. Ich weiß ja, dass ich gerade schwanger bin und ich weiß, wann die Frist eigentlich beginnt, aber ich spreche dann mit den ganzen zuständigen Menschen und das kriegen wir schon hin. Und auch die Gruppenarbeiten, das habe ich dann mit meinen Kommilitonen abgesprochen. Also ich habe dann auch da wieder angefangen, so Stück für Stück mir das Zepter zurückzunehmen und alles so selbstbestimmt in die Hand zu nehmen und habe mich da auch dann geöffnet. Und genau, habe dann die letzte Präsenzveranstaltung, die ich jetzt eigentlich noch gehabt hätte, die habe ich jetzt halt ins letzte Semester gelegt. Das heißt, schriftlich bin ich fertig. Und das jetzt halt einmal mit dem Kleinen, einmal in der Woche, naja, in die Hochschule. Aber inzwischen frei, das ist was anderes, als wenn er an meiner Brust hängt. Und ich habe halt auch den Anspruch, weil mir das alles so unfassbar viel Spaß gemacht hat zu lernen und der Lerninhalt, dass ich dann auch präsent bin. Also ich bin auch so eine Nervensäge im Kurs, die dann 10.000 Fragen stellt, wo man sich eigentlich denkt, oh Gott, können wir nicht einfach mal Schluss machen? Hallo, hallo, ich wollte noch das wissen und kann man das nicht auf das beziehen? Und jetzt weiß ich, hätte ich mit Julian den Kurs besucht, dann wäre ich mindestens alle 15 Minuten rausgegangen, weil er wegen irgendwas geplärrt hätte. Und das wäre sehr anstrengend gewesen. Ich stille ihn nach Bedarf und nicht nach Zeit. Und am Anfang war es halt so, dass er dann auch mal 20 Minuten an der Brust hing. Nicht immer, um zu trinken, sondern auch dann mal, um mit ihr zu spielen oder zu schlafen und dann wieder zu trinken. Aber es hätte mich halt jedes Mal rausgerissen und meinen Kommilitonen wollte ich das ehrlich gesagt auch nicht antun. Das stört auch einfach und deswegen jetzt mit Brei und Spielzeug ist es eine andere Geschichte. Genau. Und wie ist jetzt dein Plan? Also wie hat sich dein Ursprungsplan jetzt verändert? Was ist jetzt dein neuer Plan mit Baby? Mein neuer Plan mit Baby enthält sehr viele Wünsche oder Träume, die ich vorher hatte, wo ich nicht den Mut hatte, sie sehen und zu verwirklichen. Also mein Plan vorher war, in dem nächsten halben Jahr mit Max zusammenzuziehen, den Abschluss zu machen und dann eine Festanstellung und fertig. Ja, dann kam das Baby und dann hat sich ja ein bisschen was für mich nach hinten verschoben, was aber auch den Vorteil hatte, dass ich nochmal die Zeit hatte, um jetzt wirklich zu gucken, wo möchte ich beruflich hin, weil ich da auch sehr viele Interessensgebiete hatte und mich nicht so festlegen konnte. Und die Selbstständigkeit, die war so in meinem Kopf drin, aber ich habe gedacht, nö, das kannst du nicht. Nee, also ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Bei mir ist es sehr ungewöhnlich, dann das Risiko einzugehen. Und aber irgendwie in dem Moment, in dem ich die Schwangerschaft dann so als so schön erlebt habe und auch mich damit abgefunden habe, dass ich so in meinen Augen ein Rebell bin, weil ich ohne Ehering und ohne Haus und ohne Hund ein Kind kriege und ohne Abschluss, oder fertigen Abschluss, habe ich gedacht, ja, dann kann ich das jetzt auch noch machen. Also, letztendlich so gedanklich den Weg dann für mich frei gemacht. Ich jetzt gerade ja die Selbstständigkeit neben dem letzten Semester zum Laufen bringe und auch da auf einmal eine Möglichkeit gesehen habe, alle meine Interessen zu vereinen und auch Weiterbildung, die ich noch machen möchte, da unterzubringen und die Berufserfahrung, die ich habe, da auch mit einfließen zu lassen. Und mit Max wohne ich jetzt auch schon zusammen. Das hat sich dann schnell ergeben, weil es ja darum ist, dass wir ein Kind kriegen.
Und insofern ist mein Plan jetzt eigentlich gerade sehr vielfältiger, weil ich auch gucke, was so Julian gefällt. Gut, jetzt ist er erst ein halbes Jahr, da kann er mir noch nicht so groß sagen, welchen Kindergarten er will oder was auch immer. Hat auch noch Zeit. Aber ich schaue jetzt zum Beispiel, dass ich meine Tage so einrichte, dass ich maximale Produktivität für mich raushole. Das heißt, immer wieder Me-Time einzuplanen. Mhm. Aber auch, dass ich, wenn Julian dann wach ist, und mich nach ihm ausrichte und da den größtmöglichen Spaß miteinander für uns raushole. Und das ist total schön, weil sich das auch so auf mein Zukunftsbild auswirkt. Das heißt, die Selbstständigkeit sehe ich schon, ich kann ein kleiner Workaholic sein und ich sehe das schon, dass ich mich da jetzt auch voll reinstürze und das dann auch, wenn es im März mit dem Abschluss startet, auch durchziehe. Aber mir ist es andererseits inzwischen auch total wichtig geworden, diesen zeitlichen großen Baustein Partnerschaft und Kind, also Familie, umzusetzen. Und das ist für mich total schön, weil ich in diesem neuen Plan so ganzheitlich irgendwie mich verorten kann. Ja. Und insofern bin ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar dafür, diese 0815-Schiene verlassen zu haben. Ja. Weil ich auch im Nachhinein weiß, wie du schon sagtest, das Leben passiert einfach. Ja. Wer weiß, was da jetzt auch noch kommt. Aber ich freue mich und bin dankbar dafür, dass ich da jetzt so ausleben kann. Genau, Leben passiert. Und in dem Moment, wo du es ja dann auch für dich angenommen hast, dass es jetzt halt so ist, wie es ist, und du geguckt hast, wie du das Beste draus machen kannst, wurde es ja auch leichter. Ja, und auf einmal haben sich Türen, oder die Türen waren vielleicht schon offen, aber ich habe es nicht gesehen. Und auf einmal, vorher war ich wirklich so, scheiße, jetzt ist mein Leben vorbei. Ja, ich hatte den totalen Tunnelblick. Ich war so fokussiert auf das ganze Negative auch einfach, dass es mit sich bringt. Und jetzt sehe ich die ganzen Möglichkeiten, die ich habe. Und ich habe inzwischen auch durch den Rückbildungsgymnastikkurs zum Beispiel oder sowas ganz tolle individuelle Mamas kennengelernt. Ja. Klischee-Mamas, wie sie meinen Klischees entsprechen. Aber das heißt ja, ich muss ja nicht mit denen anwandeln. Aber auch so coole Socken, wo ich dann sage, hey, wo kommst du denn her? Und du bist Mama, was? Ja. Gar nicht. Und das ist total schön, weil die Leute auch wieder so inspirierend sind und so eine Offenheit mitbringen. Und das macht einfach Spaß zu sehen. Das klingt jetzt so blöd, aber das ist doch unter einen Hut zu bringen ist und das Mama-Sein nicht per se Selbstaufgabe bedeutet. Also, wie gesagt, jede Mama darf sein, wie sie will, und wenn jemand zu 100% sich da wiederfindet, Tag und Nacht nur mit seinem Kind zusammen zu, oder was heißt zusammen zu sein und sich darüber definiert, okay, aber das ist nicht mein Weg und ich hatte so Angst, dass ich diese Rolle annehmen muss oder im Umkehrschluss, dass ich eine Rabenmutter bin, wenn ich auch mal sage, und jetzt hätte ich gerne einfach mal eine halbe Stunde für einen Massagetermin. Meine Güte, oder? Stillen geht mir so auf den Sack, das habe ich gesagt. Und ich sage es auch immer noch. Letztendlich ist man auch sehr bequem und macht Spaß. Also das Kuscheln finde ich total schön. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was dich so diese Erfahrung gelehrt hat, was du daraus für dein weiteres Leben vielleicht auch mitnimmst? Offenheit. Wirklich, Pläne sind schön und gut und ich werde sie auch weiterhin haben, aber ich sollte, oder ich bin mir inzwischen bewusst, dass es nicht nur Plan A bis Z gibt, sondern gibt es noch Plan, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ü. Und die kommen dann auf den Plan, wenn nämlich was Ungeplantes eintritt. Ja. Ich habe für mich gelernt, dankbar zu sein. Unfassbar dankbar dafür, dass ich ein gesundes Kind habe, weil ich jetzt natürlich auch mitkriege, was es alles gibt. Darüber habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich bin unfassbar dankbar für die unkomplizierte Schwangerschaft auch und Geburt und alles, was ich hatte. Ich habe gelernt, nicht so, wie soll ich das denn jetzt sagen, nicht mehr so sehr in Klischees und Stereotypen und Schubladen zu denken. Ich weiß inzwischen ganz genau, wie mein Kopf funktioniert und was für Schubladen ich habe. Aber Julian bringt mir quasi fast jeden Tag bei, dass es entweder noch eine extra Schublade oder gar keine Schublade für ihn gibt. Mhm. Und natürlich, manche Sachen, da passt er dann bei den Ratgebern, wenn es um die motorische Entwicklung oder sonst was geht. Aber ganz großes Thema Schnuller bei uns. Wir haben 8 Stück. Julian mochte keinen. Okay.
Und da habe ich auch gedacht, das ist doch total falsch. Ein Baby und ein Schnuller gehören doch zusammen. Nein, man wollte keinen. Oder Kinderwagen mochte er auch nicht. Ich habe ein Tragebaby. Ja. Inzwischen ist es okay, weil Spielzeug mit drin liegen kann. Vorher hat er uns die Ohren vollgeschrien. Und das da immer wieder tolerant zu sein und ja, diese Offenheit mitzubringen, sich neu auszurichten und flexibel zu sein, ohne aber das Gefühl zu haben, dass ich mich gerade verliere, sondern immer ganz genau zu wissen, dafür stehe ich, das sind meine Werte, das ist mir wichtig, aber ich habe die und die Toleranzgrenze, also ich kann hier und da abweichen, ohne meinen Anker in mir zu verlieren, das habe ich gelernt. Also ein ganz großes wirklich Selbstbewusstsein, zu wissen, wer ich bin, was ich kann, wo meine Grenzen sind. Ja. Ich natürlich auch darüber hinausgehen muss, aber auch da sich Hilfe zu holen oder auch mal zu sagen, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ja. Entweder den Partner dann zu sagen, und du musst jetzt doch nochmal mit ihm raus, weil ich muss jetzt einfach nochmal schlafen oder was auch immer. Oder Julians Omas zu sagen, könnt ihr vom Einkauf bitte noch was mitbringen? Und sich auch zu freuen, wenn wirklich dann ernst gemeinte Angebote kommen irgendwie. Ja. Ich gehe mal mit ihm raus oder ich komme einfach mal und am Anfang, du gehst mal duschen. Das war auch dringend notwendig. Ja, es ist, sich da nicht zu scheuen, auch zu sagen, die Bude sieht jetzt aus, wie sie aussieht. Und es ist in Ordnung. Weil, ist einfach so. Und da hat meiner Erfahrung nach jeder Verständnis für. Und die Leute, die kein Verständnis oder denen das unangenehm war, denen habe ich dann gesagt, räumt euch einen Platz frei. Hier ist ein Lappen. Dann so cool zu reagieren. Ja, cool. Ich nicht Gedanken, was sagen jetzt die anderen? Weil dieses ständige Bewerten, ich bewerte ja nicht nur mich selbst, sondern denke dann auch für die anderen mit, wie sie mich auch noch bewerten, das nervt. Ja. Weil ich kann doch wohl von meinen Mitmenschen erwarten, wenn sie was stört oder freut oder wie auch, wenn irgendwas ist, dass sie es mir mitteilen. Genau. Das hat mir auch der Julian beigebracht, weil er mir wirklich unvermittelt zeigt, wie er etwas findet. Das ist super toll. Schön. Super, 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 super schön. Das war also unglaublich inspirierend, faszinierend, wirklich wunderschön, mit dir zu sprechen. Wenn euch jetzt Sarah auch sympathisch war und ihr noch ein bisschen mehr von ihr sehen wollt, könnt ihr gerne auf ihren Instagram-Account gehen. Den verlinken wir unten in der Infobox. Da könnt ihr mal draufklicken. Und ich danke dir sehr. Das war unglaublich toll. Also ich habe wirklich so viel Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Mega. Und immer wieder, was du wiederholt hast, dein Kind hat dich gelehrt. Ja. Und das ist was sehr, 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 sehr Schönes. Es hat dich halt bereichert und hat dich wachsen lassen. Und das fand ich sehr schön zu hören. Ich danke dir sehr, dass du so offen warst und so vieles mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, ja. Das war schön. Also vielen, vielen Dank, dass du hier mit mir heute gesprochen hast. Und euch danke ich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.